Carmen, gratuliere zum vierten Heimsieg in Folge. Danke, danke schön. War richtig schön. Sieg 3-0. Super. Kein Gegner-Tor. Richtig gut. Ja, wir haben die Statistiken gesehen und die sagte 62% Ballbesitz für Kambur und nur 32% für uns. Das ist scheißegal. Das ist das Ergebnis richtige. 3-0, ja? Das ist die richtige. Und dabei hast du auch erste Tor gemacht. Schönes Tor. Ja, ich weiß nicht, von außen vielleicht ist schon, aber von drinnen war okay, so ein normaler Tor, also geht schon. Ne? Ja, 4 Heimsiege in Folge, aber auswärts will es noch nicht gelingen. Wir spielen immer am Montags gegen die Jung-Elftale. Nächste Jung-Elftal, was wir spielen, ist PSV. Die sind im Moment Erste. Was wird das? Da gewinnen wir. Ja, jetzt müssen wir eine Woche erstmal Pokal, denke ich. Ja, erstmal Pokal, dass wir gewinnen, dass wir gehen weiter und dann gucken wir für Jung PSV. Müssen wir einfach richtig gut trainieren, gute Vorbereitung, aber erstmal Pokal, dass wir gewinnen und dann gucken wir weiter. Also wir werden auch Pokal gewinnen gegen Spakenburg, wir sind auch dabei, wir machen auch Live-Sendung. Was findest du von die Auswärtssupporter? Ja, ist nicht so einfach, aber ich weiß nicht, was soll ich sagen. So, ja, müssen wir mehr arbeiten, so mehr Konzentration, so mehr richtig Gas geben so, und ja, dann einfach das kommt dann noch. Ja, aber was ich eigentlich meinte, die Auswärtssupporter, dass da immer so viele sind. Was ist Supporter? Supporter, auswärts, die Fans, die immer mit auswärts gehen. Ach so, das ist gut. Ich habe jetzt zweimal 200 Leute gefunden. Letztes Mal waren über 200 Leute, waren 800 Leute total da und 200 von nur von Fortuna. Ja, ich denke, zweite Spiel auswärts gegen Testa war auch viele Leute und jetzt gegen Utrecht, das war richtig schön. Und das macht für uns mehr so Bock, mehr Stimmung zu spielen, so zu richtig Gas geben. Und das ist richtig gut, das ist richtig schön, wenn wir sehen, so viele Zuschauer von uns, dass sie bei uns kommen und uns unterstützen, so zu helfen. Und das ist richtig gut. Ich finde das richtig top. Und die machen viel mehr Lärm als alle anderen Leute im Stadion. Das habe ich nicht verstanden. Die machen viel Lärm, viel Stimmung. Ja, das ist gut. Ich finde das richtig gut. Ich will noch mehr. Und noch mehr Stimmung hier daheim, mehr Zuschauer. Aber wenn ihr immer auswärts verliert, da kommen die Zuschauer nicht. Ja, aber ich denke, letztes Jahr war ein bisschen schlechter als dieses Jahr. Jetzt machen wir langsam so besser, ja? Dann kommt einmal raus, jetzt, dass wir gewinnen. Und dann gucken wir einfach richtig gut vorbereiten. Und dann kommt der erste Sieg in Auswärts. Und dann wollen wir eine Periode holen. Diesmal stehen wir ganz gut. Wir stehen zusammen mit anderen mit 13 Punkten und ein oder zwei haben wir 14 Punkte. Also die Jung-Elftale, die machen nicht mit in der Rangliste. Aber also wir haben eine gute Chance, eventuell die erste Periode zu gewinnen. Ja, was soll ich sagen? Wenn du fragst mich, meine Meinung, wir müssen einfach uns selbst gucken und weiter so Punkte abholen und nicht, dass wir andere gucken. Wichtiger, dass wir immer Gas geben und dass wir immer Punkte abholen. Das ist die richtige. Das ist meine Meinung. So. Ich gucke nicht andere die Gegner, so andere Mannschaft. Ich gucke immer nur Fortuna Sittard. Du hast das erste Mal gescored, also ein Tor gemacht. Wie viele Tore willst du dieses Jahr machen? Ja, normalerweise, ich will nicht so sagen, ich will sagen, dass wir einfach gewinnen. Scheißegal, wer macht das Tor, aber einfach gewinnen. Also, wenn ich mache, das ist gut. Das ist gut für mich, das ist gut für die Mannschaft. Ich mache dieses Tor für die Mannschaft, ich mache nicht für mich so selbst. Und ihr seid eine Mannschaft, wenn man sieht, wie sich alle freuen, auch wenn ein Tor fällt und nach dem Spiel, alle gehen zusammen zu den Fans und feiern das zusammen. Ja, normal, wir sind eine Family hier. Wir sind eine richtig gute, kompakte Mannschaft, so wie Bruder so. Das ist unser Plus, das ist unsere Stärke für uns. Das ist normal. Okay, danke schön für das Interview. Ja.